Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie zum Thema Beulen oder wie wir sagen Hämatome oder Blutergüsse. Und zwar im Speziellen, was passiert, wenn Kinder sich stoßen, wenn sie fallen, den Kopf anschlagen und dann an der Stelle, wo sie aufgefallen sind, dann eine Beule entsteht. Und diese Beule ist oft genug Grund dafür, dass mich Eltern völlig aufgelöst anrufen über meine Nothandynummer oder in die Sprechstunde fallen, völlig aufgelöst und besorgt, was da jetzt zu tun ist. So eine Beule ist nichts anderes als eine Blutansammlung. Durch den Schlag auf den Kopf kommt es zum Platzen von Venen oder Arterien. Es kommt zum Austritt von Blut zwischen die Haut und den Knochen und deshalb bildet sich eine solche Beule. Übrigens nennt man so etwas auch Tumor. Tumor heißt nämlich Schwellung. Aber das ist so ein Tumor, der völlig harmlos ist. Also, es kommt zu einer Beule. Diese Beule ist am Anfang oft sehr, sehr deutlich, weil sie entsprechend unter Spannung steht durch das austretende Blut. Aber nach einigen Stunden wird diese Beule immer flacher und am nächsten Tag ist sie oft gar nicht mehr zu fühlen oder nur noch ganz leicht, weil sich das Blut im Laufe der Zeit dann allmählich in die Peripherie verteilt. Was man dann später sieht, ist die bläuliche Verfärbung, die dann eher ins Hellere geht, ins Grünliche und dann ins Gelbliche und nach 5 bis 7 Tagen ist in der Regel diese Verfärbung völlig verschwunden. So, aber was macht jetzt den Eltern, die so etwas beobachten, so Angst? Es ist einfach nur diese Beule. Wegen einer Beule machen wir Ärzte uns keine Sorgen. Es ist ja nur eine äußere Verletzung. Aber wir machen uns Sorgen um den Inhalt des Kopfes, um das Gehirn. Wenn der Schlag so heftig war, dass es zu einer Verletzung der Blutgefäße gekommen ist, dann ist es theoretisch auch möglich, dass im Kopf selbst eine solche Verletzung ebenfalls passiert ist. Und das ist das Eigentliche, worauf Sie als Eltern achten müssen, dass es Hinweise dafür gibt, dass das Kind ebenfalls innen drin im Kopf eine Verletzung hat. Man kann das eine Gehirnerschütterung oder, wenn sie schlimmer ist, eine Hirnblutung nennen. Das erkennt man. Eine solche Verletzung des Gehirns zeigt sich durch bestimmte Symptome. Das erste Symptom, auf was Sie achten müssen, ist das Kind nach diesem Schlag bewusstlos oder schreit es sofort auf wegen dem Schmerz? Wenn es bewusstlos ist, dann handeln Sie automatisch richtig. Sie rufen nämlich den Notarzt, weil Sie etwas Schlimmeres befürchten. Darüber brauchen wir nicht mehr reden. Diese Reaktion ist richtig. Was Sie aber beachten müssen, ist, dass eine solche Verletzung Stunden nach einem solchen Unfall zu entsprechenden Symptomen führen kann. Zum Beispiel, dass Ihnen auffällt, dass das Kind müder wird, apathischer wird, dass es sich anders verhält, dass es langsamer spricht, zum Beispiel. Oder dass eine Gesichtshälfte gelähmt zu sein scheint. Oder dass das Kind über Kopfschmerzen klagt, die zunehmen. Aber vor allem, und das ist das meist auftretende Symptom, dass das Kind anfängt zu erbrechen. Und zwar unvermittelt. Manchmal bald nach dem Unfall oder auch manchmal Stunden nach dem Unfall. 2 Stunden, 5 Stunden, 12 Stunden nach dem Unfall. Darauf müssen Sie achten, wenn ein Kind eine Beule hat. Die Beule selbst ist harmlos. Sie wird, wie gesagt, von alleine verschwinden. Aber eine Verletzung des Gehirns kann sich auch Tage später noch zeigen. Ich habe in meiner 30-jährigen Berufslaufbahn tatsächlich einmal den Fall gehabt, dass ein Kind von der Wickelkommode stehend in die Badewanne hineingefallen ist und sich dabei eine Beule zugezogen hat. Es war 2 Tage in der Kinderklinik zur Beobachtung. Es war unauffällig. Es ging nach Hause und nach 5 oder 6 Tagen fing das Kind an zu erbrechen. Die Mutter war instruiert von uns,
dass sie sich in einem solchen Fall wieder melden soll. Sie kam auch und tatsächlich hatte das Kind eine langsam sich entwickelnd habende Blutung im Gehirn. Man musste in diesem Fall nichts machen. Es blieb bei dieser Blutung, die allerdings zu einem Druck im Kopf geführt hat, welches bis zum Erbrechen geführt hat. Das nur so mal als Beispiel. Sie merken, es kommt nicht häufig vor, aber man muss immer damit rechnen und muss wissen, wie man dann reagiert. Also, Beulen sind harmlos, aber eventuelle Verletzungen im Gehirn müssen bedacht werden und auf sie muss aufgepasst werden. Und das ist auch immer das, was ich dann den besorgten Eltern sage. Es macht keinen großen Sinn, wenn die Beule da ist, es zu kühlen. Zu kühlen macht nur dann Sinn, aber das ist eine theoretische Geschichte, wenn man die Kälte aufträgt in dem Moment, wo die Verletzung passiert. Kälte führt zum Zusammenziehen von Blutgefäßen und damit zu einer verringerten Blutung. Aber man hat in der Regel keine Eisbeutel zur Verfügung, wenn ein solcher Schlag passiert. Und außerdem hassen die Kinder es, wenn man an dieser verletzten Stelle auch noch rumhantiert. Also lassen Sie das lieber sein. Trösten Sie Ihr Kind und achten Sie darauf, ob es Auffälligkeiten zeigt, die für eine Gehirnerschütterung oder für eine Gehirnblutung sprechen. Jetzt, glaube ich, sind Sie ausreichend über das Wesen der Beule informiert. Wie bringe ich mein Kind dazu, den Stift richtig zu halten? Die meisten Kinder, wenn sie anfangen, einen Stift in die Hand zu nehmen, nehmen den Stift mit der Faust in die Hand oder mit mehreren Fingern. Reiseapotheke. Ich werde oft gefragt, was soll ich denn mitnehmen, wenn ich mit meinem Kind, mit meiner Familie verreise? Meine Antwort darauf ist meistens relativ kurz. Und doch sind ein paar wichtige Dinge, die Sie beachten sollten, dabei.